Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren indirekten Trophäentipp hier in Landwirtschaftssimulator 17 oder Farming Simulator 17. Diesmal Silage herstellen und das Kraftfutter für die ganze Kühe in Kombination, wie das Ganze funktioniert, was ihr dafür alles benötigt. Und ja, genau, fangen wir an mit der Silage. Da habe ich natürlich jetzt hier einen Traktor von Fendt und einen Ladewagen. Dazu auch da gleich mal mehr in dem Shop. Gehen wir auch da gleich mal direkt rein. Hier unter Traktoren unter 250 PS nicht zu empfehlen, über 300 oder 300 glatt. Läuft, na, wesentlich besser. So, ich habe mich für den hier entschieden, welchen ihr natürlich nehmt, ist relativ Hupe. Ich würde natürlich einen nehmen, wo ihr vorne auch was mit dran machen könnt, ne? Also, wäre zumindest von Vorteil, was das Mähen betrifft. Dann habe ich natürlich hier gerade schon eben gesehen, ein Ladewagen, und zwar diesen hier, den TerraVitesse CFS 5201 DO oder D0, müsste aber ein O sein, DO. Ja, 50.000 Liter geht da rein, das passt sowohl hier für Gras als auch für Heu. Gras für Silage, Heu für das Kraftfutter. Deswegen dann auch dann nachher noch gleich zu den Feldern, aber auch bei den ganzen Gerätschaften. So, natürlich kommt das Gras nicht von alleine, sondern ihr solltet natürlich dementsprechend hier Felder kaufen, da die es wahrscheinlich die meisten interessant finden. Gerade für die Kühe habe ich hier Feld 21, 25, 27, 28 mir gekauft. 28 hier Gras alias Heu. Schlussendlich draus gemacht, 27 war Weizen. Na, hier sieht man noch den Rest hier so. 25 und 21 ist Gras, ne? Wobei 21 für Schmarrn war, also 25 reicht Gras, 27 Weizen, 28 dann für Heu. Naja, gut, so will noch kurz dazu zu den Feldern, gehen wir nochmal zu den Gerätschaften. Ihr braucht dann natürlich für jetzt nur rein die Silage gesehen, nochmal ein paar folgende Dinge, und zwar einmal eine Sämaschine. Wo sind sie denn jetzt hier nochmal da? Sämaschine, am besten diese hier, diese Condor 15001. Na, kann Weizen, Gras und so weiter drum und dran auch. Also das würde natürlich klar auch für die Silage zählen, aber für Gras auch. Und da habe ich auch die Möglichkeit, dass das Ding direkt Saat kann. Also ihr braucht kein Grubbern oder Pflügen vorher machen, sondern das kann beides gleichzeitig. Na, also holt euch das Ding, hat auch die breiteste Breite von 15 Meter. So, mit der Sämaschine drin haut ihr natürlich das Symbol auf Gras. Achso, Gras sieht übrigens hier direkt unter diesem Handsymbol mit dem Schlüssel drüber. Das ist das Gras-Symbol. Na, also dieser Busch, das ist Gras. Na, so, ganz wichtig, andernfalls Weizen wäre das Symbol rechts neben der Hand. Na, unter dieser 2, also Scheune und 2. Das direkt unter dieser Zahl 2. Das ist Weizen. So, für in dem Fall dann das Kraftfutter, alias Stroh. So, genau, dann haben wir die Sämaschine. Dann müssen wir das ganze Ding natürlich dann noch abernten. Dazu nehmen wir nämlich hier unter Mähwerke am besten dieses Splendimo-Dinger, 320 FC für vorne und 900 MC für hinten. Hat die jeweils die größte Reichweite, 3,2 Meter, 9 Meter. Na, dann geht das ganze Ding schnell, also vorne, hinten, na, ranklatschen an den Traktor und dann, wenn das Gras gewachsen ist, drüber mähen lassen mit dem Helfer am besten oder auch selber, je nachdem wie ihr wollt. Und direkt dahinterher für das Gras, jetzt nach wie vor zu sehen, ein Schwader. Am besten diesen Hibiskus 1515 CD Profi mit 14,8 Meter Spannweite, da ihr hier alles schön in einer Linie dann habt, wenn ihr mit dem Schwader drüber geeiert seid oder natürlich auch wieder mittels Helfer. So, was dann nicht mit Helfer geht, ist gerade dieser angesprochene Ladewagen. Na, dieser TerraVitesse, da dann nach dem Schwader drüber eiern und das ganze Zeug einsammeln, dass ihr das Ganze in diesem Wagen mit drin habt. Und wie das Ganze dann schlussendlich aussieht, ist dann klar zu sehen, hier ist das Gras. Zwar ist nicht ganz voll, aber zu Demonstrationszwecken reicht das Ding hier. So, hüpfen wir da mal kurz rein. Nachdem wir das Gras hier dann eingesammelt haben, müsst ihr natürlich hier in so ein Silo reinfahren. Achso, da gibt es ja auch noch mehrere Standorte, dazu dann später auch gleich mehr. Ich fahre jetzt immer so relativ mittig rein und jetzt seht ihr es auch schon, auf der linken Seite steht Füllstand Häckselgut oder Verdichten. Lasst euch von dem Wort Häckselgut nicht täuschen, ist natürlich eher bezogen auf Mais zum Beispiel. Dann bekommt ihr ja eher Häckselgut wie von allem anderen, aber das Ding füllt sich jetzt auch gleich, wenn ich jetzt hier mittels L1, R1 auf hier abladen gehe. Na, geht es den ganzen Ding auch hoch, machen wir es einfach mal alles voll hier. Also von dem her nicht wundern, wenn jetzt hier Häckselgut dran steht. Ich habe jetzt hier Gras reingeschüttet. Na, das geht auch. So, dann wieder ganz rausfahren hier. Häckselgut, klar, können natürlich auch reinschmeißen, aber Gras geht halt schneller. So, das Zeug ist jetzt alles hier drin. In diesem einen Silo direkt neben dem Kuhstall, Entschuldigung. Hier drin, und sobald ihr jetzt selber dann
hier reinlauft, seht ihr ja zum einen hier verdichten 0%. Ne? Das ist natürlich dann kacke, wenn es dran stehen sollte. Mit 0%, das ist in dem Fall wieder dieser Silo-Bug, der ab und zu vorkommen kann. Dann müsstet ihr am besten noch mit irgendwas drüber eiern, dass das Ding auf 100% geht. Sonst bringt das nichts. Gut, dass der Bug immer noch besteht, das wusste ich jetzt bis gerade eben nicht. Ja, egal. Gut, dann fahren wir jetzt mit dem nochmal kurz weg. Da haben wir nämlich auch schon mal was vorbereitet, was das ganze Zeug da betrifft. Weil das Ding muss auf 100%. Ne? Ohne Verdichtung, keine Silage, also ohne Verdichtung und Hitze. Also abgedeckt und alles drum und dran gibt es dann Silage. Aber in dem Fall dann halt so nicht. So, dann nehme ich jetzt den da. Den Challenger MT900E. Den bekommt ihr natürlich auch hier unter Traktoren. Soweit es geht nach rechts. So, dieser ist es hier, MT900E. Und wenn ihr den auswählen solltet, hier mit Drillingsbereifung, ne? Dass er richtig schön breit ist und auch hier eine gescheite Masse auf den Tag legt. Ja, den holen, dann passt das Ganze, geht dann ratzfatz. Die Walze mache ich mal in Absicht jetzt weg. Und dann fahre ich jetzt mit dem Ding jetzt einfach mal da rein. So, ist ja immer noch verdichtet 0%. Ne? So, jetzt war schön mit den Rädern hier drüber. Und da sieht man es jetzt schon hier. 1%, 4, 3, 5, 10. So, der Anfang ist immer so ein bisschen hier happelig. Aus Recht, weil ich hier das Ganze jetzt hier auf einem Berg habe. Aber irgendwie kommt der schon drüber, immer so ein bisschen hin und her wackeln. Die nächsten Mal ist dann einfacher, weil der Berg dann kleiner wird. Na, wie man das hier sieht. So 4, 5, 6 Mal drüber. Maximal, dann ist das Ding hier auf 100%. Ja, es war ja nicht die feine englische Art, aber funktioniert hier in dem Spiel. Und mehr wollen wir ja gar nicht erreichen. Einfach hier drüber ist auch noch einmal rückwärts, dann müsste das passen. Ja, verdichten 100%. So, das haben wir. Dann fahre ich jetzt gerade mal noch mit dem kleinen Traktor hier raus. So. Und wenn ich jetzt hier reinlaufe, habe ich die Möglichkeit mit L3 Silo zu decken. Na? Sobald hier verdichten 100% dasteht. So, jetzt drücke ich L3, zack, ist da so eine Folie drüber und man sieht es auch schon links. Gären, Silage 1%, 2%. Ja, das Ding, klar, muss hoch, steht auch mal rechts oben hier, Bunker Silo wurde abgedeckt. Hoch auf 100%, dann wäre die Silage fertig, geht relativ schnell. Ich habe das hier jetzt auch nur in der Zeit Skalierung 120-fach. Also okay, was heißt nur, also Maximum. Drin, na, steht dann mal rechts neben der Uhr, so circa 6 Ingame-Spielstunden braucht es dann, um auf 100% zu kommen, aber ist ja kein Act, na, die Zeit rast eh durch, von dem her passt es, könnt ihr euch in der Zeit kurz um was anderes kümmern, bis das Ding halt 100% hat. Genau, die anderen Silos, so am Rande erwähnt, zeige ich euch gerade auch mal noch direkt bei euch im Hof, in der Nähe des Feldes 14, da ist hier auch nochmal so ein Beton-Silo, na. Also von hier oben sieht das Ding so aus. Eins da davon ist direkt bei euch am Hof. Müsste bei dem 14er Feld sein. In der Nähe zwischen 14 und 15, glaube ich. Müsste das gewesen sein. Ich kann es im Moment leider gerade so nicht wirklich direkt zeigen. Aber ihr werdet es dann sehen, sobald ihr da seid. Ja, und direkt hier neben dem Schweinekopf. Also unter dem Feld 7, über dem Feld 12. Ist ja dieser Schweinekopf, also die Schweinefarm. Und daneben ist ja das McLean Biogas Plant. Na, direkt da. Seht es teilweise auch schon ganz leicht eingezeichnet, sind 4 oder 5. 4 müssten sein. 4 solcher Silos direkt nebeneinander. Also wer groß auslagern will, kann eins von den beiden anderen Alternativen nehmen, die Biogasanlage. Oder halt direkt das eine Silo im Hof. Oder halt direkt, was am sinnvollsten ist, direkt bei den Kühen. Weil das auch hier die einzige Tierart ist, wie man das hier, da hier sehen kann. Die einzige Tierart ist, die Silage eigentlich benötigt. Von daher gibt das hier am meisten Sinn. Hier genau roundabout 2 Millionen Ressourcen rein. Also 2 Millionen Kilo. ne, Schwan, 2 Millionen. Doch, 2 Millionen Kilo, genau. Locker geht es hier rein. Mir habe ich ja mal selber nicht getestet. 2 Millionen war das Höchste, was ich getestet habe. Und da immer noch ein bisschen Platz übrig. Also, bis ihr das Ganze zusammen haben würdet, braucht ihr ein bisschen. So, genau. Das Teil ist jetzt ja bald fertig, aber gut. Sinngemäß ist es ja eigentlich klar, was danach passiert. Na, ihr wartet bis hier 100% ist, dann steht jetzt hier auch als nächstes dran, L3 Silo abdecken würde dann gehen und dann könnt ihr natürlich die Silage zum Beispiel mit diesem hier, dem Silo King Selfline Kompakt 1612 einsammeln, was dann Richtung Kraftfutter geht. So, genau dann zur Kraftfutter Erwähnung ist natürlich das ja auch gerade so, dass ihr zum Beispiel auch noch Stroh benötigt. Stroh
Gehen wir gleich mal direkt da über. Braucht ihr natürlich erstmal eine Erntemaschine. Ich empfehle diese ja, die CR1090 von New Holland. Na? Weil am schnellsten und am meisten Fassungsvermögen für eventuell dann, wenn man nur darauf aus ist, fürs Kraftfutter und für die Silage, das überflüssige Weizen. Ja, das Ding holen. In Kombination natürlich mit dem Schneidwerk hier, dieser Superflex Draper 45 Fuß oder auch dieser 3162 Draper. Müsst ihr wissen, was euch farblich da lieber ist. Ich war natürlich bei dem hier, ne, bei dem gelben Modell. So, das haben wir den geholt als hier Nähmaschine, ja, als Erntemaschine für das Weizen. Die Sämaschine habe ich ja schon erwähnt, diese Condor 15001, ne, da dann auf Weizen stellen. Und da natürlich dann, sobald das Ding dann hier gewachsen ist, mit der Erntemaschine drüber ballern. Und auch da ganz wichtig, genau, die hatte ich ja auch schon mal, hatte ich die gekauft, weiß jetzt gar nicht, aber ich hole sie halt einfach mal gerade nochmal, weil ich gerade nicht weiß, wo die steht. Kann ich euch nämlich das zeigen, was ich meine. Ja, perfekt, genau. Da haben wir das Teil. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr halt 1 drückt, dass hier dran steht, Stroherablage ausschalten. Na? Das ist ganz wichtig, weil dann ist nämlich die Stroherablage an. Und das Stroh wird auch tatsächlich abgelegt, weil sonst würde das Stroh zerstreut werden und ihr könnt es nicht einsammeln. Na, deswegen darauf achten, dass Strohablage anschalten, ausschalten dran steht, weil dann ist es an. Na, alternativ, wenn ihr nochmal so durchswitchen, geht ja nur anschalten, ausschalten. Aber wenn Strohablagen ausschalten dran steht, dann seid ihr safe. So. Dann liegt da schlussendlich das Stroh dann da. Und ihr könnt es dementsprechend hier am besten zu Ballen verarbeiten, und dazu gehört es auch schon das richtige Stichwort hier, Ballentechnik benötigt ihr dann am besten. Und zwar zum einen dieses FSX 6372, geht natürlich dann damit am schnellsten, dass ihr dann diese 16 Quaderballen einsammeln könnt, ist eine Fuhre, da habt ihr 16 Ballen mit dahin, wo ihr es haben wollt, und herstellen tut es mit dem Big Baler 1290, na, geht auch relativ zügig, 4000 Liter ist übrigens Standardgröße, weil das einfach nur die Standardgröße von einem Ballen ist. Oder in dem Fall Quader. Ne? So, das heißt, stellt Quader her. Wenn ihr es lieber in Rundballen haben wollt, dann ist es eher, wo war das jetzt hier? Ja, irgendwo anders. Das hier glaube ich, ne, das war es auch nicht. Ja, weiß ich, auf jeden Fall hier die Kombination mit den beiden. So habe ich es gemacht gehabt hier. War am sinnvollsten. So, genau. Also mit dem dann hier Strohballen einsammeln, über diese Strohablage von dem Erntemaschine drüber eiern. Die Quader herstellen, mit dem Ding die Dinger einsammeln, und dann habe ich in meinem Fall auch noch hier unter Frontlader, direkt unter Traktoren, den Kramer Keil 30.8T geholt in Kombination mit dieser mit diesem Ballenspieß. Na, die beiden mit dran, um die Strohballen schlussendlich aufzupieksen und ab in diesen Silo King, den ihr unter Tiere findet, ganz nach rechts. Selfline Kompakt 1612. Na? Vorher schon mal gesehen, das Ding ist es hier, um das Kraftfutter herzustellen. Das Ding auch noch kaufen, dann seht ihr eigentlich, was das Ganze alles drum und dran betrifft. Safe, außer natürlich, was das andere Feld noch betrifft mit dem Heu. Weil da müsst ihr natürlich auch mit dem Gras, also Gras einmal mähen, ne, mit den Mähwerken vorne hinten, haben wir ja vorher schon mal gesehen. Und bevor ihr den Schwader einsetzt, kauft euch einen Zetter. Ne, mit diesem Zetter, der macht nichts anderes wie das Gras, am besten diesen hier, den HIT 12.14T. Weil größte Reichweite 13 Meter, könnt ihr das Gras direkt umdrehen lassen. Und sobald das Ding drüber gefahren ist und das Gras umgedreht hat, ist es auch sofort Heu. Ne? Also keine Wartezeit und nichts, zumindest auf leicht nicht. Ja, habt ihr instant Heu, und dann könnt ihr, nachdem ihr das gemacht habt, mit dem Schwader drüber ballern und das ganze Heu in eine Linie oder eine Schwade ziehen lassen und dann schlussendlich mit einem Ladewagen das Heu einsammeln, beziehungsweise, was schlauer wäre fürs Kraftfutter, direkt mit diesem Selfline Kompakt 1612. Wie das Ganze denn aussieht, zeige ich euch jetzt dann gleich mal. Und zwar habe ich ja hier das Heu. Ne? Da sieht man ja diese Quaderballen, die ich hergestellt habe. Da hinten stehen diese Geräte, vorher erwähnt, den Big Baler und den Ladewagen fürs Heu. Ne? Da hinten steht das Teil, hier einfach reingeschmissen und dann mittels diesem Kramerteil aufgepiekst, mittels der Ballenspießgabel. Ja. Das dann da rein und dann nur mit L1 und ein bisschen Rumspielerei das Ding hier reinschmeißen. Schwupp, weg ist es, passt. So, dann stecken wir mal um. Und jetzt sieht man es auch schon hier links oben, dass Heu auf 100% ist. Das ist natürlich noch lang kein Kraftfutter. Deswegen fahren wir jetzt mal gerade dahin, wo ich einfach nur die Schwaden gezogen habe für das Heu.
Der Unterschied übrigens zu Heu und Gras ist, das Heu ist heller. Na, man sieht es jetzt hier ungefähr so ganz gut. Ne? Das ist relativ hell im Gegensatz zum Gras. Das hier ist Heu. Das ist wegen L1 mit Viereckfuttermischwagen anschalten. Und dann hier drüber ballern, dass er ungefähr rechts unten 50% steht. Circa. 51, 52 geht auch. Bis maximal eigentlich 60%. Mehr sollte man fast da nicht drüber ballern. Ja. Und mir auch klar, wenn ich jetzt langsamer drüber fahren würde, würde er schneller das einsammeln. Aber ich will ja dann gleich wieder umdrehen. Na? Von dem her mache ich das in meinem Fall so. Könnt natürlich klar auch aus dem Heu auch Ballen machen, wenn ihr wollt. Die Gerätschaften habt ihr ja schon da. Aber so drüber fahren seht ihr selber, geht auch. So, jetzt haben wir 52%. Passt, reicht. Kann man mit L1 und 4 wieder den Futtermischwagen abschalten. So, und seht ihr auch schon die zwei linken Balken. Das Mischverhältnis sind relativ gleich. Und was wir jetzt in diesem Fall machen, wir fahren jetzt hier hin zu der Silage, die jetzt hier 100% gegärt ist, wie man das hier sieht. Na? Steigen kurz aus und machen L3 Silo öffnen. Na? Jetzt ist sie da fertig, Füllstand Silage 16,5 Tonnen. Und dann stecken wir wieder ein. Und machen wir hier Futtermischwagen anschalten und fahren jetzt einfach hier drüber. Und warten jetzt so lange ab. Man sieht, es der mittlere Balken, Silage wird voller. Bis zum einen der Wagen 100% hat, rechts unten zu sehen. Und halt die drei Balken sich so angepasst haben, dass alle drei im grünen Bereich sind. Na? Geht locker so ungefähr bei 80% Füllstand von meinem Silo King. Müsste das Ding also alles im grünen Bereich haben. Mal gucken, ob es stimmt. Na, nicht ganz. Na, sogar ein bisschen mehr. Gut, 83% war's. So, natürlich könnt ihr ja jetzt schon aufhören, weil theoretisch ist das Kraftfutter und alles drum und dran perfekt zusammengemischt. Aber ich mache halt die Kiste immer komplett voll, weil, ja, why not? Könnt ihr natürlich auch mit Heu voll machen oder mit dem Rest voll Stroh, geht auch. Aber, ja, so geht es meiner Meinung nach schneller. So, das Teil ist voll. Futtermischwagen wieder abschalten. Zurückfahren. Und dann wichtig, das hier unten ist der Auswurf, ne? Direkt da an dem Drehrädchen hier. Ja. Das heißt, ich muss hier einmal kurz hier umdrehen. Stelle mich da jetzt hier so grob hin. So, noch ein bisschen weiter näher ran. So, passt. Jetzt ist der Auswurf hier. Und mal kurz zum Vergleich. Die Werte jetzt hier. Silage Heu 0, Kraftfutter 0. Na, wie man das hier so schön sieht. Und wenn ich jetzt hier auf R1 und auskippen gehe, also Dreieck, da kann ich gerade mal Options hier aufdrücken. Und dann sieht man das schon, dass Silage Heu und Kraftfutter nach oben geht. Ne? Tippitoppi. Ziel so gesehen erreicht, aber man sieht es auch gleich dann aus der 25% Produktivität wurden jetzt schon 89% Produktivität. Ja, Gott, so viel dazu. Also ich denke mal, das dürfte jetzt eigentlich einleuchtend sein. Grasstroh habt ihr in dem Fall automatisch, also die Kühe sind dann bestens bedient. Auf die Sauberkeit, wie man sieht, habe ich immer drauf geschissen, aber dazu dann halt zu meiner Cowboy Trophy dann mehr auch in der Playlist mit drin. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung, klickt da mal rein, falls ihr da irgendwie noch Tipps braucht. Ja, das war's in diesem Fall, na, was Silage, Kraftfutter und alles so dran betrifft. Und jetzt hier in diesem Fall ist ja alles leer. Wurde das gleiche wieder von vorne anfangen. Mit Heu rein. Also aus Stroh rein, dann Heu rein und dann Silage. Na. Ja, immer so weiter. So, das war's hier an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch was gebracht hier. Haut rein, wünsche euch was. Servus und tschö.